Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich euch schon mal 6 Value-Aktien empfohlen für 2022. Da schauen wir uns mal an, wie meine Tipps überhaupt gelaufen sind. Und ich habe 6 neue Aktien für euch für das Jahr 2023. Die stelle ich euch kurz vor, inklusive meinem Auswahlkonzept. Herzlich willkommen bei Value Investing 2050, das ist keine Anlageberatung. Schauen wir mal in die Tipps vom letzten Jahr. Ich habe die hier mir bei Seeking Alpha einfach in ein Portfolio gemacht und virtuell jeweils 10.000 US-Dollar investiert. Wie viel ist das Depot jetzt wert? Nur noch 49.000 Dollar. Einer der Hauptgründe ist, dass dort Kiwi dabei war, die russische Aktie, die im Moment nicht gehandelt werden kann, wo es keine Kurse gibt. Ich habe die selber in meinem Portfolio, die bleibt da auch drin. Die Aktie ist ja nicht weg, sie ist nur im Moment nicht handelbar, die wird hier auf Null gesetzt. Ansonsten zwei relativ gute Entwicklungen, eine sehr gute VIP-Shop wäre jetzt über 16.000 Dollar wert. Finvolution war stark gefallen, ist jetzt wieder auf Ausgangsbasis in dem Zeitraum der letzten 12 Monate. Viatris ist gefallen um 22%, Alibaba um 25% und Grifols um 30%. Rückblickend muss ich sagen, Grifols war ein bisschen ein Fehler, das hier reinzunehmen. Ich habe die auch in meinem eigenen Portfolio relativ schnell verkauft, weil die dann doch nicht so zu meinem Investmentansatz gepasst haben und mir das auch nicht gefallen hat, wie die Bilanz aussieht. Kurz und knapp, wenn wir Kiwi ausschließen, bin ich bei 7%. Inklusive Kiwi bin ich bei minus 18% mit meinen Portfolio-Tipps für 2022. Das ist nicht gut. Vergleiche ich mich aber jetzt mal mit dem S&P 500 auf Dollarbasis und die Kurse hier waren ja auch auf Dollarbasis. Der S&P war bei minus 20%. Das heißt, ich habe hier ganz knapp den S&P 500 geschlagen. Ich muss also sagen, meine Tipps waren nicht sehr gut, aber ich habe den Markt geschlagen. Hier sind ja keine Nachkäufe drin, die Aktien wurden einfach behalten. Und ich werde das Portfolio hier natürlich weiter tracken, auch im Jahr 2023, weil ich zum Beispiel davon ausgehe, dass sich dort vielleicht Alibaba und Viatris noch besser entwickeln und werde das hier weiter verfolgen. Aber genug von der Vergangenheit, jetzt zeige ich euch meine 6 neuen Tipps für 2023. Vielleicht nochmal zur Klarstellung der Strategie. Natürlich heißt jetzt Tipps für 2023, dass das Aktien sind, wo ich davon ausgehe, dass sie sich gut entwickeln werden. Das heißt aber nicht, dass die genau nach 12 Monaten eine sehr gute Performance haben oder vielleicht schon ihr Fair Value erreicht haben. Ich suche natürlich unterbewertete Aktien. Deswegen werde ich auch das Portfolio von 22 weiter tracken, weil es einfach länger als ein Jahr dauern kann, bis dort die Rendite erreicht ist, die man sich vorgestellt hat. Bei mir sind das mindestens 50% pro Aktie. Jetzt zum Portfolio 23. Wie stellen wir es zusammen? Ich suche 6 Aktien. Ich habe für mich festgestellt, dass der Ansatz der niedrigen KGVs bei mir in den letzten 3 Jahren mit Abstand am besten lief. Da machen wir mal einen ganz kurzen Ausflug in mein aktuelles Portfolio. Von 100% vom Portfolio sind 40% in Aktien mit niedrigem KGV investiert. Und wenn wir jetzt mal auf die Performance schauen, dann haben diese Aktien in den letzten 3 Jahren 64% Rendite gemacht. Damit hätte ich alle großen Indizes geschlagen. Was mich runtergezogen hat, waren die Turnaround-Aktien, die Wachstumsaktien und die ETF-Sparpläne. Und auf dieses Konzept der niedrigen KGVs konzentrieren wir uns jetzt auch hier. Und wie mache ich das? Na, ich suche mir einfach in meinem Portfolio die Aktien mit einem sehr niedrigen KGV und schaue dann nochmal, dass ich einen guten Regionenmix habe. Das habe ich hier schon getan und habe auch schon jetzt diese 6 Aktien hier eingefügt und heute für jeweils 10.000 Dollar gekauft. Das heißt, wir haben virtuell wieder 60.000 Dollar investiert. Und jetzt gehen wir die Aktien im Einzelnen durch. Vorher zeige ich euch mal die KGVs, denn darauf habe ich mich konzentriert. Das Forward-KGV für AMC Networks ist 2, für Aval 3, für Herbalife 4, für Hennes Brands 6, für Alibaba 12 und Credit Suisse ist die einzige Aktie hier bei diesen 6, die ein Turnaround-Kandidat ist. Die hat kein niedriges KGV. Wir haben einmal China mit drin, einmal Kolumbien, dreimal USA, einmal Schweiz, 5
Aktien mit niedrigem KGV, Alibaba würde ich dazu zählen, obwohl 12 schon eher hoch ist für einen Value-Investor und Credit Suisse macht Verlust. Und das ist mein Mix, mit dem ich reingehe. Und jetzt stelle ich euch die Aktien nochmal ganz kurz im Detail vor. Fangen wir an mit AMC Networks aus den USA. Die sind 1,9% über ihrem All-Time-Low der letzten 5 Jahre und auch der letzten 10 Jahre. Das heißt, massiv gefallen. KGV jetzt 2,3. Die Aktie kostet 16 Dollar. Guru Focus sagt, 40 Dollar ist die Aktie wert. Wir haben auch ein Schiller-KGV von 2,4. Die haben die letzten 10 Jahre immer Gewinn gemacht. In einem Jahr, was nicht so gut war, 250 Millionen, bei einer gesamten Market Cap von unter 700 Millionen. Sie kaufen jetzt auch Aktien zurück und das ist die erste der 6 Value-Aktien für 2023. Kommen wir schon zur zweiten. Grupo Aval aus Kolumbien, eine Bank. Wenn wir auf den 10-Jahres-Chart schauen, dann sehen wir, sie sind 14% über dem All-Time-Low. Ganz stark gefallen, waren hier locker mal bei 6 Dollar, sind jetzt bei 2,34 Dollar. Wie gesagt, eine Bank aus Kolumbien, Schiller-KGV, liegt hier nur bei 4. Wenn wir mal auf die letzten 10 Jahre schauen, auch jedes Jahr schön Gewinn gemacht. Immer so über 500 Millionen US-Dollar und die ganze Aktie kostet jetzt im Moment 2,8 Milliarden. Sie zahlen auch eine schöne Dividende, die vom Free Cashflow gedeckt ist. Zuletzt haben sie 312 Millionen Dollar ausgezahlt an Dividenden. Das sind über 10% Dividendenrendite. Herbalife Nutrition, die dritte Aktie, die machen Nahrungsergänzungsmittel auch zum Abnehmen. Wenn wir hier auch wieder auf den Chart schauen, dann sehen wir nur 17% über dem All-Time-Low. Aktuell ungefähr 15 Dollar kosten die. KGV 5, Schiller-KGV 5,5. Und auch hier in den letzten 10 Jahren kein Verlustjahr. In einem schlechten Jahr wie 2017 machen sie 214 Millionen US-Dollar Gewinn. Die ganze Firma kostet im Moment 1,45 Milliarden. Auch hier immer der Free Cashflow positiv. Sie machen starke Aktienrückkäufe. Kommen wir zur Aktie Nummer 4. Hennes Brands, die machen günstige Unterwäsche, Mode. Die machen aber auch zum Beispiel ein bisschen was Teures wie Champion oder so. Die sind nur 7% über dem All-Time-Low. KGV 6, Marktkapitalisierung 2,2 Milliarden. Schiller KGV 6, im Moment 10% Dividende. Schauen wir auf die letzten 10 Jahre. Hier ist ein Verlustjahr dabei, 2020. Ansonsten wurde auch immer gut Gewinn gemacht. Wenn wir uns hier den Free Cashflow anschauen, auch sehr hoch, hier um die 400 Millionen pro Jahr. Davon kann die Dividende auch gut bezahlt werden. Zuletzt gab es auch Aktienrückkäufe. Ihr seht schon, ich habe hier einen großen Fokus, nicht einfach nur auf einem niedrigen KGV, sondern in Verbindung mit einer sehr guten Historie auch. Das Unternehmen muss zeigen, dass es Gewinn machen kann, dass es in so gut wie jedem Jahr Gewinn gemacht hat. Und dann gehe ich auch davon aus, dass das wieder erreicht werden kann. Und dann entsteht hier ein enormes Kurspotenzial. Alibaba, der einzige Wert hier aus China, aus meiner Sicht eher ein Langfristinvestment. Aber warum jetzt nicht kaufen? Und möglicherweise entwickelt sich schon nächstes Jahr der Kurs gut. Es kann noch länger dauern. Das ist jetzt hier nichts Kurzfristiges, wo ich mit 50% Gewinn verkaufen würde, aber Alibaba ist hier einfach in der Liste mit drin, aus meiner Sicht im Moment unterbewertet und langfristig sehr interessant. Der Turnaround-Kandidat hier in der Runde ist die Credit Suisse aus der Schweiz, kostet aktuell ungefähr 3 Dollar, 3 Euro, 3 Schweizer Franken, sucht es euch aus. Und schaut mal auf den Chart, da waren wir hier mal locker so bei 10 Euro. Das war schon nach der Finanzkrise, also 2018, 19, 20. Und jetzt nochmal gefallen auf nur 3. Das ein Turnaround-Kandidat heißt zum Beispiel, er macht Verlust. Es gibt im Moment dort Probleme im Unternehmen, große Wertabschreibungen. Hier würde ich jetzt auch nicht mit nur 50% Gewinn verkaufen, sondern mindestens mit 100%. Also eine Kursverdopplung wäre hier das Ziel. Ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr schon erreicht wird. Das gleiche gilt eben für Alibaba. Das sind langfristige Sachen. Die ersten 4 Sachen sind welche, die schon im nächsten Jahr hier 50% Kursrendite erreichen könnten. Man weiß es natürlich nicht. Ich bin selber gespannt, wie das hier ausgeht, werde das natürlich nächstes Jahr wieder auswerten, inklusive meinen Tipps von 2022.
Dann bin ich mal auf eure Ideen gespannt in den Kommentaren. Gibt es noch Aktien, die ihr lieber reingenommen hättet oder wie bewertet ihr meine Tipps? Wenn euch das Video gefallen hat, euch ein bisschen Mehrwert gegeben hat, dann Daumen nach oben, like das Video, abonniert den Kanal, teilt das Video. Dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal.